macht die Musik ganz laut. Spiel den Song nochmal von vorn. Die Erde bebt, wir heben ab. Den Verstand haben wir längst verloren. Hallo, ich bin Arni. Und ich bin Olli. Spielen was? Ich spiele die Gitarre bei der Band Radio Havanna aus Berlin. Wir sind zur Musik gekommen in einem Alter von 11, 12 Jahren, als wir die Platte Americana von Offspring in die Hände bekommen haben, auf einer Ferienfahrt im Ferienlager. Oh. Die hat uns so ein bisschen dann versaut und dann haben wir einfach überlegt, wir brauchen eigentlich eine Band und müssen irgendwie Punkrock machen. Das war die Idee. Viele Zigaretten rauchen, viele Biere trinken. Genau. Das war eine gute Perspektive, das haben wir dann direkt gemacht. Zur Gitarre bin ich gekommen, indem wir quasi nach unserem Bekehrungserlebnis zugeteilt haben, wer welches Instrument spielt. Und ich hatte zu Hause schon eine Akustikgitarre von meinem Vater. Und unser Schlagzeuger Amphi hat gesagt, also eigentlich wollte er, wenn er in der Band spielt, dann möchte er schon Schlagzeug spielen. Alles andere ist völlig unter seinem Niveau. Ja. Und dann war der Bass einfach übrig. Ne? Das harte Los des Bass noch übrig. Und wir sind aus allen Wolken gefallen, als wir feststellten, das ist ein eigenständiges Instrument, das hat vier Saiten, das gibt's wirklich. Ja. Und dann habe ich mich dem einfach mal angenommen. Also den ersten Satz, Ernie Ball-Saiten, den haben wir von unserem ehemaligen Musiklehrer tatsächlich geklaut. Der war so unfassbar nett und hat uns den ersten Proberaum verschafft. Und als Dankeschön haben wir quasi einfach beim Rumstöbern seinen Musikschrank aufgebrochen. Und neben den Tittenheften, die da rumlagen, auch noch den... Das war die Schlüsselloch. Das war die Schlüsselloch. Und dann haben wir noch einen Satz Ernie Ball-Saiten gefunden. Und damals haben wir noch nicht sehr regelmäßig Saiten gewechselt. Und das war dann unser erster Satz. Nachdem wir dann quasi gemerkt hatten, dass der Bass auf einmal tatsächlich ziemlich gut klang und ziemlich neu. Es macht einen Unterschied. Es macht durchaus einen Unterschied und es macht Sinn, Saiten zu wechseln. Habe ich mir gedacht, ich kaufe mir auch mal so einen Satz und habe mir dann einfach meinen ersten Ernie-Ball-Satz geholt. Ich spiele die Regular Slinky-Saiten und was ich an denen schätze, ist, dass sie mir eigentlich einen sehr fundamentalen Ton verleihen und trotzdem brillant in den Höhen bleiben. Ich spiele die Skinny-Top-Heavy-Bottom-Saiten. Das hat vor allem den Grund, dass wir eigentlich in der Band nur eine Gitarre haben und das so ein bisschen, man kann damit super Soli spielen, aber eben auch sehr, sehr starke und kräftige Powerchords und das bildet so genau den Hybrid, den ich dafür eigentlich brauche.